Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute hier zum Webinar Forex Screener Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele zusammen mit dem Referenten David Varney. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen von FX Flat, hier am Mittwochabend, ja, Montagabend besser gesagt, zum Webinar. Und bevor wir starten, ganz wichtig, gehen wir zum Risikohinweis. Ja, also alles, was Sie hier gleich sehen werden oder was der Referent sagen wird, ist auf keinen Fall eine Anlageberatung oder eine Handelsempfehlung. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und im Endeffekt müssen Sie, egal was passiert, Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, David, bist du bereit? Na klar. Na klar, das hört sich gut an. Dann gib mir eine Sekunde. So, jetzt hast du den Bildschirm und dann wünsche ich Ihnen zusammen mit dem Referenten ganz viel Spaß beim Webinar. Ich bin Perfekt. Im Hintergrund. Dann vielen Dank für deine Einleitung und auch von mir einen schönen guten Abend zusammen. Freut mich wieder sehr, dass wieder zahlreich alle erschienen sind zum heutigen Webinar. Ich denke mal, heute haben wir gut 60 Minuten wieder Zeit gemeinsam, um über unser Leidensthema oder Lieblingsthema zu reden, dem Forex Screener. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin David Varney, bin aktuell 29 Jahre alt und schon jahrelanger Partner von FXBet. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Eurocamp, unser Unternehmen, mit dem wir ja das Thema automatischer Börsenhandel angehen. Eigentlich alles tun, was mit dem Thema zu tun hat. Programmierung, Serververmietung, Handelssystemverkauf. Da haben wir schon zahlreiche Webinare und auch Vorträge mit der FXBet zusammen durchgeführt. Und das zweite Projekt, und damit wollen wir uns heute eigentlich beschäftigen, das ist der Forex-Screener. Wie sieht die Agenda aus? Die Forex-Screener-Webinare, ich glaube, die sind immer so alle zwei Monate, auf zwei Monate getaktet. Das heißt, wir schauen uns jedes Mal zum einen an, was haben wir für neue Funktionen im Forex Screener? Denn das Ganze lebt ja wirklich und ist nicht nur einmalig in Stein gemeißelt, sondern das Feedback, was von Ihnen kommt, also gerade die, die schon einige Webinare dabei sind, die wissen das, dass das hier regelmäßig wächst und auch, dass die Ideen, dass wir die sehr, sehr gerne von Ihnen annehmen, dass wir die neuen Funktionen also nochmal vorstellen, die wir quasi gemeinsam mit Ihnen entwickelt haben. Und auf der anderen Seite natürlich noch eine Einführung geben in alle, die noch frisch mit dem Forex Screener gestartet haben oder noch gar nicht den Zugang dazu haben oder vielleicht sagen, das ist ganz interessant, dass wir einfach mal so ein paar Praxisbeispiele durchgehen. Heute ist natürlich, oder eigentlich bei jedem Webinar, ist es immer ganz schön, dass wir die Märkte geöffnet haben. Bei Vorträgen auf Messen zum Beispiel ist es immer ein bisschen schwieriger. Wenn wir das Ganze am Samstag angehen, dann ist das Thema ein bisschen trockener, weil die Märkte zu haben und wir nicht so viel zeigen können. Aber das ist heute nicht unser Problem. Von daher können wir gleich mit dem Forex-Screener ein bisschen durch den Markt gehen. Wir schauen nun immer so parallel in den Forex-Screener rein, in den Metaschwelle rein und schauen mal, was wir da alles so finden in der Masse oder im Markt, besser gesagt. So, vorweg natürlich ist, denke ich mal, fast schon das Interessanteste für Sie. Der Forex Screener, der ist für Sie als aktiver Kunde von FXBet komplett kostenlos. Und zwar mit allen Funktionen, die wir uns heute ansehen. Also es gibt hier keine Filter, die wir dann deaktivieren oder keine verzögerten Kurse oder ähnliches, sondern wirklich alles, was wir heute nutzen, probieren, testen und sehen, das würden Sie auch nutzen können als aktiver Kunde von FXBet. So. Zu Beginn, wer vielleicht schon mal noch gar keinen Zugang hat und sagt, super, klingt jetzt schon mal ganz toll, will ich unbedingt haben. Auf unserer Seite forex-screener.de haben wir hier oben direkt schon den Button. Da können wir den Zugang erstellen. Und wenn Sie noch kein Kunde sind oder Kunde werden möchten bei FXBet, dann können Sie da ganz einfach den Zugang erstellen. Geben hier ein paar Daten ein, dann wird das Ganze manuell von FXBet geprüft. Und wenn das alles soweit in Ordnung ist, dann bekommen Sie auch schon die Zugangsdaten. Und so wie ich die Herrschaften aus Ratingen kenne, geht das wahrscheinlich rucki-zucki heute während des Webinars. Also wenn Sie sagen, Sie möchten das relativ schnell probieren oder testen, dann wird das wahrscheinlich zügig klappen. Gut,
Dann schauen wir einfach mal direkt in den Full-Screener rein. Wir gehen zurück und da sind wir eigentlich schon direkt drin. So. Hoffe mal von der Auflösung, dass man soweit lesen kann, aber ich denke mal, das geht ganz gut. Vielleicht nochmal ein bisschen heranzoomen. So, können wir es auch noch besser lesen. Genau, was ist eigentlich mal grob der Forex-Screener? Der Name ist etwas irritierend, das ist eigentlich schon ein Klassiker inzwischen. Der Name Forex-Screener lässt eigentlich erahnen, dass wir erstmal nur den Devisenmarkt screenen können, aber das ist nicht so. Der Screener kann mehr, als der Name eigentlich verrät. Und zwar können wir den gesamten Markt scannen von allen Assets, die wir auch im MetaTrader 4 oder 5 von FX-Wert handeln können. Das heißt, ob Devisen, das sehen wir hier oben in der Asset-Kategorie, Devisen, Aktien, Kryptowährungen, Indizes, alles. Alles, was Sie als Kunde von der FX-Wert auch handeln können, können Sie hier auch screenen. Und das Ganze natürlich auch in Realtime. Würde uns jetzt nicht allzu viel bringen, wenn wir jetzt herausfinden, dass vor 2 Stunden irgendein wichtiges Ereignis war, irgendeine wichtige Marke gebrochen wurde, das bringt uns nichts. Das heißt, auch ganz interessant zum Screen, alle Daten, also alle Kursdaten, worauf der Forex-Screener basiert, stammen von der FX-Wert, die sind alle in Realtime und alles, was Sie hier unten dann sehen, als Ergebnisse können Sie auch handeln. Das ist manchmal ein bisschen nervend oder traurig, wenn man irgendwelche anderen externen Scanner oder Screener nutzt. Dann findet man da schöne Assets zu handeln, aber merkt, man kann die gar nicht handeln. Was auch immer, die Konditionen sind so schlecht, nicht handelbar, kaum ein Broker hat sie und so weiter. Das Problem haben wir hier gar nicht, weil wir haben uns hier fokussiert auf das, ja, Finden und nicht das Suchen und Nerven, sage ich mal. So, wie würden wir das Ganze eigentlich in ein, zwei Sätzen beschreiben? Der Forex-Screener oder mit dem Forex-Screener können wir den gesamten Markt, den gesamten handelbaren Markt automatisch scannen nach sehr, sehr vielen Kriterien. Beispielsweise, was auch immer, was haben wir für Möglichkeiten? Wir sind Gap-Trader. Also wir handeln gerne Märkte, die eine große Gap hatten und wollen da eventuell immer auf eine Korrektur setzen. Das soll jetzt natürlich keine Empfehlung sein, keine Musterstrategie, sondern einfach nur mal als Beispiel, um das Ganze anzugehen. Dann würde ich hier den Gap-Filter auswählen. Wie die Gap-Größe und würde beispielsweise einfach sagen, wir haben jetzt Montag, zeige mir alle Märkte an, wo, mal stapeln wir mal ganz groß, wo die Wochenendgap 10% groß war. So, wähle ich hier aus, nichts weiter gemacht, gehe runter und sehe schon direkt die Auswahl. Was wir hier alle sehen und was wir eigentlich angeklickt haben, ist jetzt natürlich ein bisschen schnell, da gehen wir gleich gerne noch mal ein bisschen auf ins Detail. Aber schauen wir uns einfach mal eine US-Aktie an, die angeblich diese große Gap haben soll. Kommen auf eine Detailseite und wir sehen es eigentlich schon, ja, wir haben hier die große Gap. Schauen wir mal MetaTrader nochmal nach. Der ist auch schon auf, der wurde jetzt automatisch geöffnet. Kommen wir auch nochmal später zu, wie hier die Verbindung ist. Und wir sehen auch hier, gehen wir zur Seite. Da haben wir die Wochenendgap von größer als 10%. Die wird uns hier angezeigt automatisch. Wir müssen also nicht noch lange suchen. Scheint zu funktionieren. Das ist so grob gesagt, der Forex-Screener. Wir finden endlich Märkte, die wir handeln wollen und wo Bewegung da ist. Wenn wir mal die Statistiken uns ansehen von den meisten Brokern, dann gibt es eigentlich immer so zwei Werte, die sehr, sehr gerne gehandelt werden. Das ist der geliebte oder auch nicht mehr so sehr geliebte Euro-Dollar und der DAX. Das sind so die zwei Werte, die kennen wir, da haben wir eine Verbindung zu, die werden immer gerne gehandelt. Das Problem ist nur, und das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob Sie den ganzen Tag Zeit haben für das Traden und sich damit beschäftigen oder ob Sie beispielsweise irgendeiner Tätigkeit nachgehen und Sie zum Beispiel nur von 18 bis 20 Uhr auf den Chart schauen, dann haben Sie natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Und dann versuchen wir immer innerhalb von den 2 Stunden irgendwas im Chart zu finden. Also ich bin beispielsweise arbeiten, habe um 18 Uhr bis 20 Uhr Zeit zum Traden, gucke auf den DAX-Chart. Da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren, aber ich suche mir ich sehe irgendwelche Pseudo-Formationen oder der Markt springt mal um 5 Punkte hoch und ich denke, wir haben jetzt hier eine neue Rallye. Also wir interpretieren da sehr, sehr viel rein, obwohl da eigentlich nichts ist. Und das Problem wollen wir mit dem Forex-Screener lösen oder haben es auch schon ganz gut gelöst in der Vergangenheit, dass wir zum einen wegkommen
von den zwei Märkten oder den drei Märkten, die wir immer handeln und dahin gehen zu den Märkten, wo wirklich Bewegung ist, wo Potenzial ist. Und das ist für fast jede Strategie möglich. Also ob Sie sagen, Sie sind Trendhändler, Sie handeln nach Volumenwerten, nach Candle-Formationen, nach Gaps, irgendwelchen Indikatoren, alles gar kein Problem. Wir können eigentlich fast alle Strategien, die wir haben, hiermit abbilden, mit den Filtern. Da sind inzwischen einige geworden. Gehen wir gleich mal grob drüber, über die Filter und schauen mal, was wir da so machen können. Und das ist das große Ziel. Die Märkte finden, wo es sich jetzt wirklich lohnt zu handeln. Da werden wir wahrscheinlich neue Märkte finden, die wir noch nie gehört haben. Vielleicht irgendwelche Kryptowährungen oder exotischere Währungspaare, die wir noch gar nicht kennen und noch nie gehandelt haben. Das ist so ein kleiner, schöner Nebeneffekt, dass wir ein bisschen, ja, den MetaTrader ein bisschen besser kennenlernen oder die Märkte besser gesagt. Denn wenn wir hier links mal einen Blick drauf werfen und uns die Symbole anzeigen, die wir so handeln können, da gibt es einige. Also eigentlich sehr, sehr viele schöne Sachen, die wir handeln können. Aber in der Regel haben wir mal den guten Euro-Dollar und den guten DAX auf. So, was haben wir jetzt gerade schon gesehen? Wir haben hier eine kleine Verbindung gesehen. Das ist eine Funktion, die haben wir auch Mitte letzten Jahres veröffentlicht. Und zwar der Fullscreener, den wir hier sehen, der hat eine Verbindung zu unserem MetaTrader. Also wenn Sie zu Hause den Zugang hier haben zum Fullscreener, dann bekommen Sie auch die Verbindung zu Ihrem MetaTrader, wenn Sie das möchten. Ganz wichtig, keine Sorge, der Fullscreener führt keine Aktivitäten auf Ihrem Konto aus. Das ist ganz wichtig. Der Fullscreener macht nichts für Sie, sondern er ist Ihnen eigentlich nur eine große Hilfe. Und zwar durchsucht er die Märkte. Aber wie Sie was handeln, wie Sie wo den Stop-Loss setzen und so weiter, das ist alles Ihre Aufgabe. Hier geht es wirklich nur um Märkte finden. So, und wenn ich so mir die Ja, so die Setups, also die Schreibtische von den meisten Tradern oder Traderinnen zu Hause angucken, dann haben viele inzwischen schon zwei Monitore oder zumindest einen großen Monitor und viele haben gerne den Chart auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht irgendwelche News oder beispielsweise den Fullscreener. Jetzt hier im Webinar ein bisschen schwer zu zeigen. Ich will das gar nicht noch kleiner machen, aber wir können uns einfach mal vorstellen, auf der linken Seite ist jetzt hier der Fullscreener und auf der rechten Seite ist der MetaTrader hier. Ich schiebe das immer hin und her. So, im MetaTrader gibt es sowohl für den MetaTrader 4 als auch für den MetaTrader 5 noch ein Add-on. Das ist auch kostenlos, wenn Sie den Zugang haben zum Fullscreener. Und das zeigt immer automatisch den Chart an, den Sie gerade ausgewählt haben. Das heißt, ich habe hier gerade nach der Gap gefiltert. Ich wollte eine große Wochenend-Gap, habe auf den Wert geklickt und automatisch wurde dieser Wert hier geöffnet. Schauen wir nochmal, ob es wirklich so ist. Nehmen wir einfach mal eine Kryptowährung auf Minute 1. Ich gehe rüber und zack, hat er automatisch den Chart auch geöffnet. Das heißt, ein weiteres Ziel war es hier wirklich, den Weg zu minimieren oder den Aufwand zu minimieren. Wir wollten hier kein neues Programm schaffen, was uns beschäftigt, sondern was wirklich uns die Arbeit abnimmt. Ich screene hier im Fullscreener, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Finde einen Wert, der dazu passt. Ich klicke rauf und sehe sofort den Chart und könnte sofort handeln, wenn ich möchte, hier im MetaTrader. Ohne dass ich erst gucken muss, wo ist hier links der Wert. Ah, okay, ziehe ich rüber. Dann auf dem passenden Zeitintervall fällt alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und zwar das, womit wir Geld verdienen können. Und zwar das Traden. Und nicht Sachen suchen, Fenster aufmachen und so weiter. Das macht nicht so viel Spaß. So, die weitere gesagt, dass wir das Ganze für den MetaTrader 4 und für den 5 haben, da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Bei der 5er Version werden auch noch die Filter eingezeichnet, die wir nutzen. Also ich nehme jetzt einfach mal nur ein Beispiel Filter, den wir nachher nochmal genauer erläutern. Den POC, Point of Control, nehmen wir einfach mal. Stellen wir hier kurz was ein. Geht gar nicht um den Wert. Wir öffnen eine Aktie. Gucken rüber. Da sehen wir den Wert. Machen hier ein bisschen kleiner, dass wir auch alles sehen. Jetzt haben wir nicht ausreichend historische Daten, deswegen bekommen wir es gerade nicht angezeigt. Kein Problem, wir nehmen einen anderen Wert.
Ja, nehmen wir den auf Stundenbasis, dann haben wir ein paar mehr Kerzen. So, genau. Zoomen wir ein bisschen raus. So, da haben wir es. Also wir haben zum einen den Wert aufgemacht bekommen, der läuft auch hier auf Stundenbasis. Und wenn ich noch ein bisschen weiter rüber gehe, so, anzoome, dann sehen wir auch automatisch den Volumenindikator mit eingezeichnet. Wir haben ja auch den POC mit drin. Das ist ein schwer von der Skalierung gerade. Die Auflösung nämlich ein bisschen kleiner eingestellt, dass wir alles sehen. Aber wir sehen hier beispielsweise, auch wenn es unschön ist in dem Chart, das Volumenprofiling mit dem POC eingezeichnet. Ich weiß, es ist ein nicht so liquider Wert, deswegen sieht das ziemlich schön aus. Nehmen wir einfach mal einen anderen Wert auf 5-Minuten-Basis. Nehmen wir mal den. Die Aktie, die sieht schon mal ein bisschen besser aus. Da gehen wir wieder rüber. So, machen es ein bisschen kleiner und bekommen dann mit dem nächsten Tick das Ganze angezeigt. Das Ganze ist nämlich auf Tick basierend, das ist mal ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüben beispielsweise noch den Durchschnitt oben auswähle, den RSI auswähle und den Power Candle Indikator auswähle und ich dann darauf klicke, dann öffnet sich auch hier der Chart und mit dem nächsten Tick, der reinkommt, werden diese Indikatoren alle angezeigt. Wir haben es vorhin gesehen bei der Gap-Geschichte, bei der Wochenend-Gap-Geschichte. Da haben wir das Ganze auch noch mit drin gehabt. So, eine Frage kam auch schon rein, die können wir ganz gut noch mit reinquetschen. Und zwar sind Futures nach Freischaltung auch im Screener? Ja, genau, die sind auch mit drin. Sie müssen nicht einzelne Kategorien nochmal extra freigeschaltet werden, sondern es gibt quasi nur den Zugang oder keinen Zugang. Und alles mit drin, alle Daten, alle Kurse, alle Add-ons, die sind mit dabei. David, So, dann setzen wir hier mit. Ja. könntest du einmal noch mal kurz zeigen, wie man genau die Einstellung von diesem Tool setzen kann? Weil die Frage kommt öfter mal von Kunden auf, wie dieser Experte genau einzustellen ist. Ja klar. Klar, gehen wir nochmal rüber. So, also wenn wir den Zugang haben, dann bekommen wir auch noch per E-Mail und das wird auch im Vorscreener verlinkt. Das Add-on für den Forex Screener, ja, für den MetaTrader 4 und 5. Das müssen wir so vorstellen, das ist eigentlich ein Expert Advisor. So, dazu gibt es auch eine Installationsdatei. Ich habe das hier schon installiert, aber es ist so, wie wir es kennen von einem Programm. Wir klicken auf die Installationsdatei, weiter, 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 weiter. Und dann, wenn wir den MetaTrader öffnen, dann haben wir hier links unter Experten, die müssen weiter runter. Dann haben wir hier oben nochmal Indikatoren. Das ist beispielsweise hier Fullscreen-Indikatoren, die mitgeliefert werden. Die müssen wir gar nicht einzeln öffnen, die sind uninteressant. Und dann haben wir hier unten auch noch den Fullscreener-Add-on. So, und den ziehen wir auf den Chart. Ich mache dafür mal kurz einen neuen Chart auf. Neues Chartfenster. Das heißt, wir machen oder können einfach einen Doppelklick machen. Klick, klick. So, und dann müssen wir hier eine Sache eingeben. Das ist ganz wichtig. Und zwar im Feld Eingaben gibt es einen Parameter, da müssen wir unsere E-Mail-Adresse eintragen. Und zwar ist es die E-Mail-Adresse, mit der wir uns im Forex-Screener registriert haben. Also nochmal zur Erinnerung, wir sind auf der Startseite, haben uns hier den Zugang erstellt und die E-Mail-Adresse, die wir hier angegeben haben, oder auch die E-Mail-Adresse, an der wir die Zugangsdaten bekommen, das ist die E-Mail-Adresse, die dann hier MetaTrader angegeben werden muss. Dann tragen wir sie ein, klicken auf OK, schauen, dass wir davor und danach kein Leerzeichen haben, gucken lieber nochmal zweimal rauf, ob das alles passt und dann ist die Verbindung da. Dann haben wir den Chart, so wie es hier ist. Sprich, ich klicke in meinem Forex-Screener auf irgendeinen Wert, scrollen ein bisschen weiter runter, nehme mal den Litecoin und ich habe ihn hier drüben automatisch. Dann ist die Verbindung da. Beim 4er und 5er ist es das Gleiche. Wenn Sie beide Systeme kennen, dann kennen Sie es wahrscheinlich. Die Oberfläche ist hier nur ein bisschen anders, aber vom Ablauf her ist es genau das Gleiche. So, gehen wir zurück zu den Screener. Ich mache mal ein paar Tabs zu. So. Jetzt gehen wir mal auf die Filterkante. Was können wir eigentlich noch so alles Buntes mit filtern? Wie viele Assets haben wir hier eigentlich? 275 ist, glaube ich, der aktuelle Stand von Assets, die wir hier eingepflegt haben, auf allen Zeitintervallen, und zwar von M1
bis Monat 1. Das sind alles die Zeitintervalle, die wir auch im MetaTrader haben. So, das haben wir eins zu eins übernommen, dass wir uns hier nicht nochmal neu an etwas gewöhnen müssen oder dass es nicht passt, sondern egal, was wir hier wählen, wenn ich sage, ich bin gar nicht so kurzfristig unterwegs, mich interessiert es gar nicht, wenn irgendwie auf 5-Minuten-Basis irgendwas passiert. Ich möchte auf Stunde 1 handeln, gar kein Problem, wähle ich hier oben aus. Und dann sage ich noch, ich mag die Devisen, ich will gar nichts anderes handeln, ich will einfach nur Forex handeln, Aktien, Kryptowährungen und so weiter, nichts für mich, auch kein Problem, wähle ich einfach hier oben aus, aktiviere das Ganze. Und jetzt haben wir schon mal zwei kombinierte Filter. Lieber Forex-Screener, zeige mir nur Werte an, die Devisen sind und wo das, was wir gleich auswählen, nur auf Stundenbasis gültig ist. So, jetzt, was wollen wir haben? Nehmen wir einfach mal den RSI. Den RSI-Indikator kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von Ihnen. Was wollen wir hier haben? Wir wollen vielleicht mal Extrempunkte haben und sagen, ich will Märkte, wo der RSI größer als 80 ist. Schon ein kleiner Extremwert. Also ich klicke einfach nur rauf, scrolle runter und sehe schon die Ergebnisse. Also ich muss hier nicht irgendwo auf Speichern oder auf Filtern klicken, sondern gewählten oder entfernten Filter haben wir hier unten schon die Live-Ansicht. Und wir sehen hier drei Währungen. Nehmen wir einfach mal den ersten, klicken rauf, gucken drüben nach. Und da sehen wir es auch schon hier unten. Der RSI-Indikator wurde automatisch eingezeichnet. Also ich habe jetzt hier nichts weiter gemacht. Das hat der Forex-Screener, das Add-on automatisch gemacht. Und wir sehen auch hier unten, hier ist die 70er-Linie vom RSI. Wir haben einen aktuellen Wert von 85. Passt. Und wir haben hier einen Markt gefunden, wo der Trend relativ steil ist, wo Bewegung ist, auf Stundenbasis. Es ist eine Währung, so wie wir es haben wollten. Gucken wir mal auf den anderen Wert, wie es hier aussieht. Aber da wird das Bild wahrscheinlich ähnlich sein. Genau. Wert von 81. So, gehen wir zurück. Das können wir noch weiter filtern. Also wir haben hier eine Unmengen Anzahl an Filtern, die können wir alle bunt kombinieren. Wenn wir so sagen, ich möchte noch das, noch das, noch das, gar kein Problem. Wir haben hier keine Grenze eingebaut. Ist natürlich die Frage, bis wann das alles noch Sinn macht oder wann es ein bisschen zu viel ist und wir nichts mehr finden. So, nehmen wir das mal wieder raus. Devisen lassen wir drin. Zeitintervall ist mir jetzt auch egal. Ich nehme einfach alles. Und dann gucken wir uns beispielsweise mal den Filter an, Kerzen in Folge. Oder die beiden Unterfilter davon sind eigentlich so die beliebtesten Filter, weil ich persönlich finde die auch sehr, sehr schön, weil wir da einfach überhitzte Märkte finden können. Relativ einfach. Schauen wir einfach mal rein. Und zwar sage ich, ich möchte Märkte, wo wir mindestens 10 grüne Kerzen in Folge haben. Mal gucken, ob es da was gibt. Ja, gibt es. Klicken wir mal auf, gehen direkt rüber und wir sehen hier ein Währungspaar. Das ist auch schon eingezeichnet. So, ich zoome mal ein bisschen ran. So sehen wir es ganz gut, wo das übereintrifft. Wir haben ja gesagt, hier drüben, Devisen, mindestens 10 grüne Kerzen und die haben wir hier auch. 10 abgeschlossene Kerzen. Wir können hier auch nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die 11. ist noch nicht abgeschlossen und wird gerade ausgebildet. Und damit wir auch hier keine Zeit wieder verschwenden müssen, um das Ganze zu finden, haben wir halt hier automatisch auch den Balken eingezeichnet, wo wir direkt sehen, alles klar, da sind die 10 grünen oder roten Kerzen drin. So, und so können wir beispielsweise Märkte finden, die schon relativ heiß gelaufen sind. Sowohl nach oben als auch nach unten. Das Ganze können wir auch ändern und sagen, ich will keine grünen Märkte, keine grünen Kerzen. Will die Märkte sehen, die gerade so richtig abrauchen. Gucke mal, ob wir da was in 10 roten Kerzen finden. Da gibt es nichts. Es gibt gerade keinen Markt, den wir über den MetaTrader handeln können, wo wir 10 rote Kerzen in Folge haben. Gehen wir einfach mal ein bisschen runter. Wir können es ja vorher einstellen. Vielleicht haben wir was mit 8. Auch nichts mit 8. Gucken wir mal bei 6. Und da haben wir schon beispielsweise den British Pfund US-Dollar. Klicken wir mal rauf. Gehen in den MetaTrader rein. Und da sehen wir es auch schon, die Box ist eingezeichnet. Wir haben hier 6 oder 7 rote, also fallende Kerzen drin. Und die nächste wird auch schon ausgebildet. So. Und so können wir das mit allen Filtern machen. Und wir haben ja gesehen, jetzt momentan wechsle ich immer rüber in den MetaTrader. Das müssen wir nicht zwingend machen. Das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, um
die Verbindung so ein bisschen zu zeigen. Wir haben ja hier, wenn ich auf den Wert klicke, dann kommen wir auf diese Detailseite. Auf die sind wir noch gar nicht eingegangen. Hier haben wir eigentlich auch sehr, sehr viele Informationen, um erstmal den Markt abzuchecken. Also, wenn Sie beispielsweise einfach nur gerade wirklich den Markt scannen möchten oder den MetaTrader nicht aufhaben, gerade unterwegs sind und gar nicht so in Trading-Laune sind, aber sich den Markt genauer angucken möchten, dann reicht die Detailseite auch für die erste Einschätzung. Also, wir könnten beispielsweise schauen, wir suchen nach Märkten, wie auch immer, wir wollen Märkte haben, die gerade stark fallen, gucken hier rauf und unser Auge sagt, nein, das passt nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Dann müssen wir nicht den MetaTrader aufmachen, sondern können direkt wieder zurück und weiter screenen und das nächste beispielsweise öffnen. Aber wenn es passt, dann haben wir hier eine Menge Informationen und eine Menge Möglichkeiten auch. Wir sehen ja hier den Chart zum Beispiel. Da kommt uns bekannt vor, von der Formatierung her, vom Stil her. Das ist nämlich genau der Chart aus dem MetaTrader. Also hier müssen Sie sich auch nicht an einen neuen ein neues Design gewöhnen. Man kennt es ja so, jede Trading-Software hat einen anderen Chart-Stil. Da sieht es ein bisschen anders aus. Die Märkte müssen, die Candles sind ein bisschen anders. Aber hier haben wir Live-Screenshots aus dem MetaTrader reingepackt. So, und hier drüben war ja die Bedingung, wir haben auf Stundenbasis, also auf H1, mindestens 6 rote Kerzen. Und genau diesen Chart, dieser Chart wird hier auch geöffnet. Wir sehen ja hier H1 und können dann hier auch noch zur Seite durchklicken, H4, Tagesbasis, Wochenbasis oder auch zurück. Also das, was wir quasi im MetaTrader auch haben, oben hier in der Ansicht, können wir auch direkt hier im Chartfenster machen. Hier unten noch ein paar Werte, da wollte ich jetzt gar nicht so sehr in die einzelnen Zahlen drauf eingehen, aber alle Filter, die wir haben, sehen wir hier nochmal detailliert mit dem aktuellen Wert dazu. Das heißt, wir haben beispielsweise wann war der letzte MACD-Cross? Dann sehen wir hier vor 2 Kerzen. Wann hat der Supertrend-Indikator den letzten Wechsel gehabt? Vor 8 Kerzen. So, also wir werden wahrscheinlich nicht immer auf jede Zahl gucken, sondern die Zahlen, die uns interessieren, die sehen wir hier. Wie war die Vorwochenveränderung? Wie war die Wochenendgap? Das sind alles so Zahlen. Da müssen wir gar nicht lange rechnen oder am Chart versuchen, mit einem Lineal irgendwie das nachzurechnen. Die Werte haben wir das dann einfach sofort auch hier. So. Gehen wir zurück. Da kam jetzt noch eine Frage rein. Die ist eigentlich auch mal sehr beliebt. Die packen wir gerne noch dazwischen. Funktioniert das Add-on auch mit dem Stereo-Trader parallel? Das hat bei mir nicht geklappt, aber ist deshalb wieder deinstalliert den Screener. Das sieht wie folgt aus. Der Stereo-Trader ist, wenn wir es technisch sehen, ein Expert-Advisor. Der Stereo-Trader-Add-on, das Add-on, ist auch ein Expert-Advisor. Und pro Chart können wir immer nur einen EA aktivieren. Das heißt, ich kann auf diesem Chart hier nicht den Zero Trader haben und nicht parallel auch noch das Add-on vom Forex-Screener. Das geht nicht. Was aber geht, eigentlich ein einfaches Beispiel, aber muss man auch erstmal drauf kommen, ist, dass ich das natürlich parallel verwenden kann. Also ich kann jetzt hier links mein Forex-Screener Add-on haben und rechts beispielsweise könnte ich mein Zero Trader haben. So. Das heißt, links öffnet sich immer automatisch alles, was ich im Forex-Screener anklicke. Alles wird automatisch eingezeichnet und so weiter. Und rechts im Stereo-Trader-Panel könnte ich dann traden. Das ist so der kleine Umweg, damit das Ganze funktioniert. Aber beides in einem Chart funktioniert halt nicht, weil beides Expert-Advisor sind und technisch wird es vom MetaTrader einfach nicht zugelassen. Da überschreibt der eine das andere. So würde ich jetzt hier den Stereo-Trader raufpacken auf den Chart. Dann wäre das Forex-Screener-Add-on weg und andersrum. Genauso. Gut, gehen wir wieder zurück. Detailseite, die kennen wir jetzt auch. Auch die bekommt jeder. Da muss nichts hier, alles Live-Kurse, keine Verzögerung, denn alles andere würde uns als Trader, Ihnen als Trader draußen, nichts bringen. So, was haben wir hier unten in der Tabelle eigentlich? Auch da stecken wieder viele Informationen, die man im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht direkt wahrnimmt. Am Anfang natürlich Standardwerte. Was ist das für ein Asset? Was haben wir für eine Kategorie? Zeitintervall, A-Split, 24-Stunden-Veränderung, 52-Wochen-Hoch und Tief. Und dann kommt eigentlich das Interessante. Die Tabelle ist dynamisch. Das heißt, das, was wir oben auswählen, wird hier unten mit eingebaut. Die Tabelle erweitert sich halt horizontal.
Wir haben ja jetzt momentan nur einen Filter aktiv. Und zwar wollen wir wissen, welche Märkte mindestens x rote Kerzen in Folge haben. Und dann möchte ich aber auch noch einen weiteren Filter hinzufügen. Und ich möchte, dass wir ein RSI von mindestens, ja, sagen wir mal, größer 40 haben. Dann packe ich den roten Kerzenfilter nochmal leicht runter auf 3. Ich gucke mal unten. Und wenn ich jetzt nach rechts scrolle, dann sehen wir hier eine neue Spalte. Da sehen wir nämlich nochmal den absoluten Wert. Den absoluten Wert vom RSI. Und wir können das Ganze auch sortieren. Das heißt, ich sage, mich interessiert gerade der RSI-Wert. Ich möchte mal sehen, welche Märkte den größten RSI-Wert haben von den gefilterten. Klicke ich einfach hier oben rauf, dann wird das Ganze sortiert. Oder ich sage, mich interessieren aber eher die roten Kerzen und ich möchte gucken, wo wir die meisten roten Kerzen haben. Sehen wir hier ganz oben der britische Pfund zum Beispiel. Und so erweitert sich die Tabelle. Deswegen haben wir das hier versucht, mit der Animation darzustellen, dass wir hier nach links und rechts scrollen können. Das heißt, die Stammdaten und die Basisdaten, die sind hier links immer fix. Das heißt, wir sehen immer, wo der britische Pfund ist oder wo welches Zeitintervall ist. Und die Werte hier hinten, die können halt erscrollt werden. Was auch noch ein Wunsch war von unseren Tradern, das ist hier hinten die Spalte 52 Wochen hoch und tief. Finde ich von der Visualisierung persönlich sehr, sehr schön. Und Ziel ist eigentlich bei jeder Information, dass wir immer sofort sehen, was Sache ist. Also was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier der britische Pfund gegen den US-Dollar und wir sehen hier, wo das 52 Wochen tief. Das ist hier links und wo das 52 Wochen hoch ist, hier rechts. Und wo wir uns in etwa befinden momentan. Das heißt, hier ist der Balken, ja, ich sag mal so 70% voll. Das heißt, wir sind relativ nah am 52 Wochen hoch. Hier unten beim Australischen gegen den Kanadischen sehen wir, ist der Balken fast gar nicht da. Das bedeutet wiederum, dass der Markt relativ oder sehr, sehr nah am 52 Wochen tief ist. Und so sehen wir sofort überall. Hier zum Beispiel beim Euro, Schweizer Franken, da haben wir gar keinen Balken, da wissen wir, wir sind gerade am 52 Wochen tief, wie der Markt so grob einzuschätzen ist. Also wir müssen gar nicht in den Chart gucken, sondern sehen, ohne auf die Zahlen zu gucken, schon, wo wir uns in etwa bewegen. Und das ist, und so ist auch das Feedback von vielen von Ihnen, eine sehr, sehr nützliche Information, die so ein bisschen mit der Zeit, die wir uns ein bisschen antrainieren und unbewusst wahrgenommen wird. Also wir schauen, wie gesagt, wir schauen nicht mal wirklich auf die Zahl und sagen dann so, naja, so 70% sind wir entfernt, sondern wir gucken unbewusst drauf und wissen sofort, wie wir das Ganze einschätzen können von dem 52 Wochen hoch und tief. Also so eine Makroansicht haben wir dann relativ schnell drin. So, ich gucke mal kurz in die Fragebox, aber es scheint soweit noch alles klar zu sein. Ich glaube, ich hatte es am Anfang auch vergessen. Wenn Fragen da sind, ruhig gerne einfach direkt reinschreiben. Wenn es passt, nehme ich sie mit rein. Ansonsten kommt jede einzelne Frage am Ende nochmal mit rein. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso gibt es hier verschiedene Kategorien? Was machen die Farben? Wieso sind hier manchmal Pfeile, manchmal kleine Papierkörbe da? Die Filter haben wir, damit wir die Übersicht, ja, behalten, in drei Kategorien eingeteilt. Wir haben die Basic-Filter, wir haben die Event-Filter und die Candle-Patterns-Filter. Basic-Filter, der Name verrät es eigentlich schon, ist das, was wir so, ich sag mal, erwarten würden von einem Scanner. Also zeige mir Märkte an, wo der MACD größer X ist, wo der Power-Candle-Indikator grün sagt. Also, ich will nicht sagen Standard, sondern normale Filter. So, schwer zu definieren. Gucken wir auf die Event-Filter, dann erkennen wir den Unterschied so ein bisschen. Hier oben kann ich natürlich sagen, zeig mir Märkte an, wo beispielsweise die Wochenendgap größer 3% war, mindestens 3%. Wenn ich das Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag mache, kommen mir natürlich die gleichen Werte raus. Das heißt, oben her würde ich mal sagen, sind die Ergebnisse, die wir erzielen, gar nicht so entscheidend jetzt für den Moment. Also ob ich den Wochenendgap-Filter jetzt anwende oder in einer halben Stunde, ist jetzt für den Moment nicht so gravierend. Anders sieht es aus bei Event-Filtern. Hier kann ich mir sagen, oder dem Forex-Screener sagen, zeige mir Märkte an, wo jetzt gerade was passiert ist. Also zeige mir Märkte an, wo wir beispielsweise den Supertrendwechsel vor einer Kerze hatten.
Das heißt, wo quasi die letzte abgeschlossene Kerze den Supertrans gewechselt hat. Ich nehme mal hier oben die Filter raus. Da wollen wir jetzt mal nichts drin haben. So, also immer, wo es farblich markiert ist, der ist aktiv, klicken wir auf den Papierkorb, ist der Filter rausgenommen oder zurückgesetzt. So, jetzt haben wir nur, zeigen wir Märkte an, wo der Supertrendwechsel vor einer Stunde war und dann sehen wir es hier unten auch. Dann sehen wir die einzelnen Werte, hier die SAP-Aktie beispielsweise, wo wir den Wechsel vom Supertrendindikator hatten. Wir sehen es ja auch hier, da wird automatisch eingezeichnet, der Supertrendindikator. Ich glaube, der ist gar nicht standardmäßig installiert im MetaTrader, aber ja, gehört eigentlich schon fast zum guten Ton dazu. Also sehr breit verbreitet. Und hier sehen wir auch schon, nicht ganz so einfach zu sehen, glaube ich, von der Auflösung, aber das ist ja hier die aktuell offene Kerze. Die betrachten wir nicht, weil die ja hin und her springen könnte und das Filterergebnis beeinträchtigen könnte, sondern wir gucken immer auf die letzte abgeschlossene Kerze. Und genau die hat dazu geführt, dass der Supertrendindikator von positiv, also von grün, auf negativ rot gefallen ist. Und zwar quasi genau jetzt, also vor einer abgeschlossenen Kerze. Da können wir auch noch genauer sein. Und ich kann auch sagen, ja, ich will das sowas von in Realtime haben und zwar will ich das auf Minutenchart sehen. Also wo wirklich vor maximal einer Minute das passiert ist. Auch kein Problem. Schauen wir uns einfach mal EA an, die Aktie. Auch im Augenwinkel gesehen am 52-Wochen-Hoch. Und hier sehen wir es ja auch schon, EA im Minutenchart, die letzte abgeschlossene Minute hat dafür gesorgt, dass wir, dass er Supertrend gewechselt hat. Passt auch zum Bild. Wir haben hier gerade hochgebrochen, ist relativ nah am 52-Wochen-Hoch. Das habe ich ja hier fast schon automatisch gesehen. So. Das sind die Eventfilter. Also da würde ich wirklich sehen, wo passiert jetzt was? Wann war der letzte SMA-Cross? Wann haben wir das letzte Mal ein gewisses Fibonacci-Level gebrochen? Wann haben wir das 50er-Level gebrochen? Das 61er-Level? Heute, gestern, wann haben wir ein Doji gebildet vor 1, 2, 3 Kerzen und so weiter? Also das Eventfilter sagt es fast schon. Da möchte ich wissen, wo passiert jetzt was oder vor kurzem was? Kann ja auch sein. Muss nicht immer jetzt sein, sondern kann auch vor ein paar Minuten sein. Dann haben wir die dritte Kategorie, Candle-Pattern-Filter. Sagt es eigentlich auch schon, ist noch eine relativ, ja, ich will nicht sagen junge Kategorie, die gibt es schon etwas länger, aber die ist noch nicht so sehr ausgebaut worden von uns. Daher gerne, können Sie uns auch sehr, sehr gerne Vorschläge zuschicken, wenn Sie sagen, dieses Pattern muss unbedingt rein, das wird wahrscheinlich die Masse erfreuen, dann sehr, sehr gerne uns einfach anschreiben. Wir haben hier oben einen kleinen Briefkasten, können Sie uns sehr, sehr gerne kontaktieren und dann kommt es mit auf unsere Liste und da sind wir eigentlich recht unbürokratisch, wenn wir sagen, ja, stimmt, das ist eigentlich wirklich für die Masse gemacht. Dann wird es relativ schnell umgesetzt und dann freuen sich alle neuen Trader vom Forex-Screener. So, das sind halt Candle-Pattern. Natürlich sind da Candle-Pattern drin. Momentan nur einer, aber auch hier wird es demnächst noch weiter ausgebaut. So, jetzt haben wir schon mal, wissen wir schon mal, was die Kategorien sind. Ab und zu mal grüne Filter und mal sind die grau. Damit wollen wir eigentlich nur die Gruppen visualisieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben hier jetzt zum Beispiel den Power Candle Filter. Das ist ein Filter. Können wir sagen, ja, wir wollen hier eine Power Candle ausgebildet haben, also eine extrem starke Kerze am Markt. Können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht was haben. Da haben wir hier im Future eine. Schauen wir einfach mal rüber. Wird gerade nicht. Muss auch mal nicht funktionieren, wird gerade nicht geöffnet. Aber hier haben wir beispielsweise, gehen wir mal hoch. Wo war das? Da. Das ist ein Filter, den wir einzeln aktivieren können. Also hier gibt es direkt die Auswahl. Wenn es grau hinterlegt ist und wir keinen Papierkorb daneben haben, dann ist es eine Gruppe. Also ich kann hier raufklicken und dann sehe ich, kommen da zwei Filter raus. Zum Beispiel gibt es die Gruppe Kerze in Folge. Und da gibt es zwei Filter. Einmal für die grünen Kerzen in Folge und einmal für die roten Kerzen in Folge. Das haben wir vor, ich habe Anfang, Mitte letzten Jahres eingebaut, als wir langsam ein bisschen zu viele Filter hatten. Und dann haben wir das Ganze in Gruppen aufgeteilt, dass man da die Übersicht, besser die Übersicht hat. Sonst ein bisschen schwer, wenn wir überladen werden von 1000 Filtern. Aber wenn ich das jetzt alles aufmachen würde, dann ja, hat man schon fast gar keine Lust mehr durchzulesen, wo eigentlich was ist. Dann macht
Das ist kein Spaß. Deswegen, das sind dann Gruppen und so erkennen wir das. Alles, was grünlich ist und Papierkorb ist, ist ein Filter und die grauen Sachen, das sind die Gruppen. So, und dann haben wir noch was, ja, rosanes, rötliches. Das sehen wir, manche Filter haben die Farbe, manche sind so leicht rötlich. Das sind die Pro-Filter. Was sind die Pro-Filter? Die Pro-Filter haben wir mit dem Trader Orkan Kurios zusammen entwickelt. Und zwar haben wir ihn einfach mal gefragt, hey, was sind die Filter, die du selbst nutzt? Und was sind die Filter, die wirklich so ein Daytrader braucht? Also wenn es einen Daytrader am Markt gibt, dann denken wir natürlich in erster Stelle an Orkan Kurios. Und das sind Filter, die wir auf seinen Wunsch umgesetzt haben. Also wirklich gefragt haben, was brauchst du? Und nicht, drück dir irgendwelche Filter raus, Hauptsache wir haben irgendwas. Sondern wirklich Filter, die er selbst nutzt, wo er sagt, das ist sinnvoll, das brauchen Trader, die will ich unbedingt haben. Und das sind die Pro-Filter. Die Pro-Filter sind deswegen farblich markiert, dass man zum einen sieht, was dann eigentlich die Filter von Orkan sind. Und da ist die Besonderheit, die Pro-Filter gibt es halt nur für Kunden von FXWet. Das heißt, wenn Sie, ich sage mal, sich verlaufen haben und gar nicht bei FXWet sind, sondern beim anderen Broker noch gar nicht wechseln möchten, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch den Fullscreener sich selbst zu mieten. Dann ist er nicht kostenlos, sondern kostenpflichtig monatlich. Aber dann gibt es leider die Pro-Filter nicht mit drin. Und hier ist halt die Kooperation zwischen FXWet, Orkan Kurios und dem Forex-Screener, dass wir da einfach so ein kleines, eine kleine Pro-Filter-Sammlung zusammengebaut haben. Und die gibt es für Sie als Neukunde oder Bestandskunde von FXWet auch mit kostenlos drin. Deswegen hatte ich ja gesagt, alles, was wir heute sehen, gibt es für Sie als FXWet-Kunde mit bei. Da gibt es keine extra Kosten oder keine Sachen, keine Leitversion, keine Verzögerung, alles mit drin. So, jetzt kam noch ein paar Fragen. Schauen wir das gleich mal durch. Sind die Pro-Filter unten auch dabei und welche sind das im Moment? Ja, genau. Das sehen wir eigentlich im Forex-Screener. Wenn wir hier mal durchgehen, was wir haben. Wir haben hier beispielsweise die Entfernung zur nächsten Preismarke. Wir haben die Distanz zum Supertrend. Wir haben hier den Filter über oder unter dem 200er SMA. Wir haben hier unten noch ein paar in den Kategorien. Wir haben Eventfilter, Doji-Filter. Also sind so einige Pro-Filter. Da können Sie sich eigentlich mal ganz in Ruhe einfach mal durchklicken. Ich glaube, bei den Gaps gibt es auch noch mal eins, genau. Ein Aktien-Gap-Größenfilter war auch noch ein Wunsch, den haben wir mit eingebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele es momentan sind. Ich habe 10, 11, 12. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber optisch sieht man es eigentlich relativ schnell. So, wird das Webinar aufgezeichnet? Ja, klar. Das wird aufgezeichnet und wahrscheinlich diese Woche auch noch auf dem YouTube-Kanal von FX wird hochgeladen werden. Und dann können Sie sich das Ganze nochmal ganz in Ruhe ansehen. So, super. Dann sind erstmal wieder alle Fragen abgearbeitet. Wenn noch gerne neue da sind, gerne stellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Nicht, dass hier noch einer nach Hause geht und irgendwelche Fragen offen hat. So, gehen wir wieder zurück am Filter. Setzen wir erstmal alles zurück. Haben wir aktive, haben wir nicht. So, was gibt es noch zu sagen? Ich schaue mal, welche Punkte noch offen sind. Stimmt, ganz wichtig, wenn Sie schon Kunde sind von FXWet, dann merken Sie es ja wahrscheinlich, da kommen immer mal wieder neue Assets hinzu. MetaTrader, gerade jetzt im MetaTrader 5, kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Da ist eigentlich die Kommunikation bei uns und die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Das heißt, wenn Sie ein neues Asset bei MetaTrader 4 oder 5 finden, dann können Sie eigentlich schon von 10 rückwärts zählen und dann ist ja auch im Forex-Screener mit eingebaut. Also da müssen wir gar nicht lange warten. Da schauen wir eigentlich immer, dass wir synchron sind und alles, was es so Neues zu traden gibt, auch hier mit drin ist. So, jetzt die Neuerung. Was haben wir jetzt, also wir schauen uns immer in jedem Webinar an, was haben wir jetzt vom letzten Webinar zum jetzigen Webinar so Neues eingebaut? Eine sehr, sehr hilfreiche Funktion, gerade jetzt an einer Masse an Filtern, das ist die Suchfunktion hier oben. Also wenn ich irgendwas suche, dann muss ich nicht erstmal gucken, wo war jetzt hier RSI versteckt, sondern das, was ich haben will, gebe ich einfach hier oben ein, RSI, finde den Filter, oder ich sage, ich will die Sache von Orkan haben, gebe ich einfach Orkan an und dann finde ich die ganzen Filter auch schon, die ich suchen möchte. Das ist gerade für den Anfang ganz interessant,
wenn ich nicht wirklich die Lupe rausholen möchte und gucken möchte, ist er jetzt in der Gruppe, ist der in der Gruppe, ist der jetzt hier versteckt, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren damit. So, was haben wir noch für eine neue große Funktion eingebaut? Das ist, ich mache das nochmal alles ein bisschen kleiner. So, ich würde sagen, so der zweitbeliebteste, drittbeliebteste Filter, und zwar ist das der POC, also der Point of Control, eigentlich extrem beliebt unter Volume-Tradern. Gerade jetzt in den letzten 2 Jahren ist das Volumen ein sehr, sehr beliebtes Hilfsmittel geworden unter Tradern. Hat ein bisschen gedauert, bis es so angekommen ist in der Trading-Welt, aber jetzt fast gar nicht mehr wegzudenken. Und auch hier können wir dieses Level einfach filtern. Also wir können einfach sagen, ich möchte Märkte haben, wo die Distanz zum POC relativ nah ist oder relativ weit weg ist oder aber auch zu den gestern. Das ist immer so eine, ich sag mal, ein Trading-Stil. Die einen betrachten den POC von heute, der einen von gestern. Völlig egal, welche Herangehensweise sie da haben. Der Vorscreener kann das beides. Ich sage, ich möchte Märkte haben, wo wir die relativ nah am POC von gestern dran sind, sage ich mal, wo die Distanz kleiner 0,1% ist. Gehe ich runter und ganz hier rechts kann ich auch nochmal sortieren. Die Werte anzeigen lassen, die quasi direkt am POC sind. Ja, und dann sehen wir es hier. Weiter hier runter scrolle, desto weiter weg sind sie vom POC. Alles kein Problem. Auch in Realtime wird auch eingezeichnet im MetaTrader. Und da sparen wir uns ja, das Reinklicken und das Suchen. Nochmal ganz wichtig. Viele vergessen das auch immer. Ich vergesse es manchmal auch immer, wenn ich die E-Mails lese. Das Einzeichnen hier im Chart geht leider nur mit dem MetaTrader 5 automatisch. Das heißt, wenn wir den MetaTrader 4 nutzen, dann gibt es auch ein Add-on. Aber dieses Add-on macht nichts weiter, als den Chart zu öffnen. Also, wenn wir hier drüben dann draufklicken auf die eBay-Aktie, dann würde sich hier nur die eBay-Aktie öffnen, aber es würde nichts eingezeichnet werden. Also keine Gap-Einzeichnung, kein RSI und so weiter. Das ist der einzige kleine, kann ich nicht sagen, aber der einzige Nachteil zwischen MetaTrader 4 und 5. Aber dennoch sparen wir Zeit, wir müssen den Chart nicht automatisch öffnen. So, hier haben wir es ja auch gesehen. Wir haben den POC, wollten ja nach dem POC filtern. Hier ist er relativ weit weg. Der POC wird hier eingezeichnet, das ist die bunte Linie. Das gesamte Volume Profiling ist hier auch mit drin eingezeichnet. Also für die Volume Trader eigentlich ja, fast alles drin, was wir so gerne hätten oder bräuchten. David, So, ja. da ist noch eine Ja. Frage zum POC gestellt worden und eine andere zu dem Thema vorgefertigten Setups. Vielleicht könntest du darauf auch noch Ja, eingehen. ja. Gehen wir gleich mal die ganzen Fragen durch, da sind ja wieder einige drin. Sehr Schade, gut. dass es keine Filter-Templates gibt. Vorgefertigte Setups gibt für Forex und für Stocks. Ja, das stimmt. Der Wunsch kam schon relativ oft. Wir haben geschaut, dass wir das Problem so ein bisschen lösen. Wir haben nämlich bei uns auf der Seite, ich gehe mal kurz über unsere Startseite, haben wir hier unten auch den Blog. Und in dem Blog haben wir schon mal angefangen, so leicht diese Idee aufzugreifen. Das heißt, wir schauen einfach mal, welche Inspirationsmöglichkeiten, also um Gaps zu handeln, um gewisse Märkte zu finden, Korrekturen zu finden, Seitwärtsbewegungen zu finden. Dort David, würde man so ein bisschen schauen, was ich ist will jetzt dich so nicht wirklich die unterbrechen, beste Variante. Ja. aber du bist zwischendurch immer mal für ein paar Sekunden weg. Also man hört dich zwischendurch mal, wenn ich. Okay. Okay, gut. Dann Ich weiß nicht, schauen wir woran mal, es ob es jetzt liegt. nochmal klappt. Ich schaue nochmal. Bei mir sieht die Verbindung ganz gut aus, aber probieren wir es nochmal. Genau. YouTube-Kanal. Da laden wir auch noch einige Sachen hoch. Hört man mich jetzt besser oder immer noch abgehackt? Naja, also ist es besser. Vorhin war es hauptsächlich, während du gescrollt hast Okay. oder sowas. Ah, okay, gut. Dann höre ich auf zu scrollen. genau. Also in unserem Blog und YouTube-Kanal lohnt es sich mal reinzuschauen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das final umsetzen. Also der Wunsch, der ist auf jeden Fall bei uns angekommen, dass Sie gerne Inspiration brauchen, so ein paar Templates, Anregungen. Finde ich persönlich auch mal extrem interessant, wie man das Ganze kombiniert. Da wird es auf jeden Fall noch was geben. Also wenn Sie da
vielleicht noch ganz tolle Ideen haben, wie man das umsetzen könnte oder wie es für Sie am schönsten wäre, gerne, gerne her damit. Ich weiß, das sagen immer viele Unternehmen, aber wir meinen es wirklich ernst, weil wir das Ganze wirklich nicht in der Theorie bauen möchten, das ganze System, sondern es soll Ihnen ja wirklich einen Mehrwert bringen. Also da sind wir sehr offen, was das angeht. So, die Kombination ist überwältigend und schwierig, richtig zu kombinieren. Ja, das stimmt. Deswegen, das Problem ist bekannt. Wir arbeiten dran. Ganz große Klasse. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Lob. Freut uns natürlich, wenn das Ganze gut ankommt. Welcher Filter für was und mit welchen Einstellungen? Das ist schwierig. Ja, da nochmal die Bestätigung. So. Kommt der V-Web auch bei euch und was ist der POC? Für die Zeit zu groß, zu erstellen, zu erläutern, meine ich, in dem Volumen Trading, das heißt in der Betrachtung vom Volumen, gibt es verschiedene Werte, sage ich mal. Es gibt verschiedene Volumenwerte. Point of Control ist zum Beispiel ein Wert, wo sich quasi das durchschnittliche Volumen des Tages trifft. Wir haben den VWAP, so ein volumengewichteter Preis, Durchschnitt quasi, also ein Durchschnitt, wo wir nicht die Kurse nehmen, sondern noch das Volumen mit rein berücksichtigen. Das sind so Werte, die im Volume Trading gerne genutzt werden. Der VWAP ist noch nicht drin, aber der steht auch schon auf unserer Liste. Ich glaube auch relativ weit oben. Wir haben vor kurzem erst intern besprochen, dass er noch reinkommt. Der wird auf jeden Fall auch kommen. Auch sehr, sehr, sehr beliebt für alle Märkte. Super Feedback, danke. Ja, vielen Dank auch dafür. Gibt es einen Reset-Button, um die Filter zurückzusetzen? Guter Vorschlag. Wundert mich auch, dass wir ihn noch nicht haben. Aber ich bin mir sicher, den gibt es sehr, sehr zeitnah bei uns. Momentan ist es halt wirklich noch so, dass wir, wenn wir jetzt mehrere drin haben, ich aktiviere das mal kurz, dass wir sagen müssen, entfernen, entfernen, entfernen. Ist umständlich, da gebe ich Ihnen recht. Da könnten wir auch noch einen Button oben einbauen, wo wir einfach alles zurücksetzen. Wird sehr, sehr wahrscheinlich kommen. So, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Ich gucke auch mal kurz auf meine Liste. Eigentlich habe ich soweit auch alles abgearbeitet, was ich heute abarbeiten wollte mit Ihnen. Wie gesagt, wenn Sie interessiert sind und Sie schon Kunde sind von FXBet oder Neukunde sind, dann einfach auf unsere Seite gehen, forexscreener.de. Ich traue mich gar nicht mehr zu scrollen und zu reden. Einfach hier auf die Startseite gehen, dann hier unten den Zugang erstellen und dann geht es relativ fix. Gar kein Problem, wird der Zugang erstellt. Dann bekommen Sie eine E-Mail von uns nach der Freischaltung mit den Login-Daten und dann bekommen Sie das alles, was wir hier heute auch gesehen haben. So, jetzt kommt doch noch eine Frage rein. Sehr schön. Auch mit Grün-Rot-Umschwung im VWAP. Ich weiß gar nicht genau, wie wir ihn intern geplant haben. Ich schaue nochmal nach, was deine Planung ist. Welche Einstellung muss ich wählen? Ich weiß gar nicht mehr, worauf das bezogen war. Ich möchte nach Gaps suchen, Pre-Markets. Gucken wir einfach mal direkt rein. So, ein letztes Beispiel und dann haben wir auch alles durch für heute. Ich möchte Gaps suchen, Pre-Market. Was können wir machen? Gehe hier oben an. Erstmal möchte ich die Gap haben, die Gap-Größe. Ich nehme an, Sie möchten keine Wochenend-Gap haben, sondern die Aktien-Gap. Da sagen wir beispielsweise einfach mal 1%. Dann habe ich das eingestellt. Wenn ich sie Pre-Market haben möchte, dann würde ich sagen, Markt ist geschlossen. Und dann finde ich das Ganze auch schon. So, das wäre eine Möglichkeit. Auch eigentlich ein schönes Template, was man wie auch immer speichern könnte, darstellen könnte, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt Pre-Markets Gap suchen. Eine Möglichkeit. So, genau, jetzt schauen wir noch in den US-Stocks. Da können wir noch eine Feinheit mit einbauen. Und zwar sage ich dann hier auch noch Stocks, US. Und dann haben wir wirklich nur das, was sie suchen. So, ja, sehr, sehr gerne. Perfekt, dann sind wir von meiner Seite auch schon am Ende angekommen. Wenn immer noch Fragen sind, ich glaube, das ist ganz normal, da kommen einfach immer noch Fragen im Nachgang, dann können Sie uns natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren oder aber auch sehr, sehr gerne unseren Partner FXBet kontaktieren. Da sind auch schon alles forex-screener.de
Profis unterwegs. Es ist Ihnen überlassen, wen Sie kontaktieren. Im Endeffekt wird die Frage auf jeden Fall beantwortet und Ihnen geholfen wird Ihnen hier auch so oder so. Dann, ja, danke fürs Lob. Ich bin somit am Ende angekommen und dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch von uns, David. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall auch noch ein Dank an alle Teilnehmer, dass sie so zahlreich heute erschienen sind. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir am 30.03. wieder dabei sind zum nächsten Webinar zusammen mit David. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr bis dahin für neue Funktionen in den Screener integriert habt. Ich bin auch gespannt. Okay, alles klar. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja, und bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Vielen Dank. Schönen Abend. Und ja, passen Sie gut auf Ihre Position auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.